Derjenige, der hat verloren. Und er ist ein Verlust. Zweimal hat er das wiederholt. Dann sagte der Rasul sallallahu alaihi wasallam, من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يوفى الله. الله أكبر. Wer während sein, also am Leben ist und er hat in einer Alter erreicht, wo er zwischen gut und schlecht unterscheiden kann und seine Eltern noch am Leben oder einer von den beiden und durch seine Eltern wurde ihm nicht vergeben. خاب وخسر. والله liebe Geschwister, kann dieses Thema uns von Hülle retten. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, vielleicht sind wir und wissen wir nicht. Und vielleicht werden wir durch dieses Thema, bi'idhnillahi ta'ala, wenn wir das in Tat umsetzen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Oder vielleicht erhöht unsere Stufe im Paradies. Yani wäre ein Wort, der Kleine, alles Uff, hätte Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Kleiner und leichter als Uff zu den Eltern zu sagen, hätte Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا Uff. Uff darfst du zu deinen Eltern nicht sagen. Was ist mit hauen, schimpfen, spucken, rausschmeißen? La ilaha illallah. Eine Schülerin, ihre Vater erzählt, dass meine Tochter mit der Klasse gehen manchmal in arabische Länder so Krankenhäuser sowas zu besuchen. Besonders die Leute, die niemanden haben, die einfach da warten. Darul Ajaza. Dann sagt, dass seine Tochter sagt, wir haben eine Frau gesehen. Die hat uns gesehen von weit weg. Dann hat sie geschrien und geheult, geweint. Wo seid ihr, meine Kinder? Kommt zu mir. Subhanallah, seine Kinder haben ihn von zu Hause rausgeschmissen. Wallahi, ein Mann, der Rajul Itfa, dieser Feuerlöscher, Rajul Itfa, der erzählt eine Geschichte, weil in arabischen Ländern, mashallah, kommen immer zu spät, yani, bis alle gestorben sind, dann kommen erst, yani, und dann ist alles vorbei. Subhanallah, der sagt, wir sind dahin gegangen und wir haben eine Sache gesehen, subhanallah. Und kann jemand sich vorstellen, wie gewaltig diese Sache ist, subhanallah. Die Mutter mit ihren Kindern sind gestorben. Tafahamu, yani asbahu fahm. Ja, sind gebrannt, richtig. Aber wie, in welche Situation? Normalerweise sagt er, wenn wir in solche Häuser reingehen, dann sehen wir jeden in einer Ecke. Aber subhanallah al-Azim, die Mutter hat ihre Kinder genommen zu sich und hat sich auf den Kinder draufgetan. Sie brennt! Aber sie sagt nicht auf. Kannst du dir das vorstellen, subhanallah al-Azim? Damit nur ihre Kinder rettet. Sie opfert sich wegen ihrer Kinder. Aber la ilaha illallah. Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini sagt, wallahi, eine Geschichte werde ich nie in meinem Leben vergessen. Die waren yani, Sachen für Sibillah subhanahu wa ta'ala am Verteilen, Abend, 11 Uhr, 11.30 Uhr, sagt er. Und im Winter, 11.30 Uhr ist Mitte der Nacht, oder 11 Uhr. Er sagt, wir sind in eine Straße vorbeigegangen, ich hörte eine Buka, eine Frau am Weinen ist. Und wir sind zu diesem Haus gekommen, unter der Treppe liegt eine alte Frau, ich schätze, sie ist 75 Jahre alt gewesen. Die hat eine kaputte Decke, die Hälfte unter sich und mit der anderen Hälfte überdeckt sich.
und am Zittern, am Weinen. Ich fragte, was machst du da überhaupt her? Sie sagte, mein Sohn hat mich rausgeschmissen. Wallahi, das sind Sachen, die passiert ist. Sagt, mein Sohn hat mich rausgeschmissen. Dann fragte er, wo wohnt dein Sohn? Er sagt, oben. Er wohnt selber oben mit seiner Frau und er hat sie rausgeschmissen. Was ist der Grund? Seine Frau hat gesagt, entweder ich oder sie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, einer Sheikh hat eine Geschichte auch über einen alten Mann erwähnt, der sagte, sein Sohn hat viel Geld, sehr viel. Und er hat bei seinem Sohn gewohnt. Aber ihr wisst schon, die älteren Leute, subhanallah azim, wenn die eine höhere Alter erreicht haben, dann fragen die über Kleinigkeitssachen und versuchen immer, subhanallah azim, dass die wünschen sich, dass jemand mit denen redet. Reden einfach. Die Frau hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Du sollst deinen Vater rausschmeißen. Der hat draußen ein Zimmer gehabt. Normalerweise war seine Fahrer, derjenige, der in dieser Haus arbeitet, haben immer meistens yani Khadam in arabischen Ländern. Der hat da gewohnt. Und er war nicht mehr da. Dann sagt er zu seinem Vater, was meinst du, oh Vater, wenn du in diesem Zimmer wohnst? Guck mal, Mashallah, Sohne, ja, und er macht diese Ausstattung. Das ist ein schönes Zimmer, kommt mehr Luft rein und so weiter. Versucht dieses Zimmer Schloss zu machen. Nur damit sein Vater rausgeht. Der hat das verstanden. Und er ist rausgegangen. Der hat da gewohnt. Er hat auch ein paar Tage, manchmal ein paar Tage oder Wochen lang nicht gesehen, seinen Vater. Immer die Frau, die da gearbeitet hat, hat zu ihm Essen gebracht und er ist immer da geblieben. Sogar seine Frau hat zu den Frau, die da arbeitet, gesagt, nicht in verschiedene Teller zu ihm Essen bringen. Tu das alles in eine große Teller zusammen und gib ihm. Der hat seinen Vater gar nicht mehr gesehen. Fragt ihr gar nicht mehr dran an seinen Vater. Dann, nach einer Zeit, sein Vater ist gestorben. Immer in diese Teller gegessen. Große Teller. Dann kam er zu diesem Zimmer. Jetzt, wo er seinen Vater verloren hat, nimmt er seine alten Klamotten und riecht, ja, und nimmt zum Arm seine alten Klamotten von seinem Vater. Aber es ist alles zu spät. Dann, sein Sohn hat diese Teller gesehen. Der meinte, der hat es genommen. Dann sagt er, der Junge sagt, gib meinem Sohn diese Teller, lass uns wegschmeißen, es ist schmutzig und so weiter. Sagt, nein, ich will diese Teller unbedingt haben. Er sagt, gib, wir schmeißen das weg, wir haben genug zu Hause. Sagt, nein, ich möchte unbedingt diese Teller haben. Dann fragt er, warum? Er sagt, wenn du groß werdest, dann bringe ich dir in diese Teller es. Wallahi, birru aba'akum, tabarrukum abna'u. Al-jaza'u min jinsil amal.